2023, das ist jetzt das aktuellste Buch zu Emmy Hennings, brachte der Münster Verlag in Zürich diese Neuerscheinung der amerikanischen Journalistin und Schriftstellerin Jill Blocker heraus, was schön war und gut. Der biografische Roman entführt die Leser in die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo viele Immigranten nach Zürich flohen, so ja auch Emmy und Hugo Ball. Und dort lebten sie zwar in Frieden, aber ohne Einkünfte. Begründeten mit dem komplett unkonventionellen Cabaret Voltaire den wilden Beginn des Dadaismus. Diese Jahre behandelt das Buch mit Mut zur Lücke. Es ist übersichtlich strukturiert in viele Kapitel mit wenig Seiten, die immer nur kurze Zeiträume behandeln. Eingefügt sind Gedichtzeilen mit Wiedererkennungswert. Jill Blocker hat mit einem sehr eigenen literarischen Ton die vielschichtige, fragile und starke Persönlichkeit Emmy Hennings getroffen, gut getroffen. Radikal subjektiv und berührend geschrieben, entspricht die Erzählung nicht immer den Tatsachen, doch fiktionale Umdeutungen, die gehören nun mal in einen biografischen Roman. Die Übersetzung ist überwiegend gelungen. Interessant sind auch die Bemerkungen im Nachtrag zum Werdegang der einzelnen Dadaisten, nachdem der Krieg vorbei ist. Nun kommen wir zu